Joho, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Gut, wir wollen den Rumpkin aus seinem Haus locken und wir haben eigentlich schon die beiden Erkennungsmerkmale, großes Messer und bunter Schal, die uns als Bandenmitglieder von Luigis Bande erkenntlich machen. Aber das reichte nicht aus, dass wir die beiden Sachen jetzt hier haben. Jetzt überlege ich noch, ob wir irgendwie noch einen Ablenkungsmanöver starten können. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den goldenen Löwen, Golden Lion. Vielleicht kriege ich doch noch ein paar Hintergrundinformationen zum Rumpkin. Aber der Wirt ist weg. Und dieser hier, dem haben wir sein Tuch geklaut. Abgesäufer. Oh. Ob der das jetzt bemerkt, dass sein Tuch weg ist? Nö, anscheinend nicht. Oh Gott, der sieht so aus, als würde er gleich auf den Tisch kotzen. Okay. Ja, er ist immer noch die Geheimwand mit Ohren. Na, Großer, hast du deinen Freund gefunden? Nee, hab ich nicht. Ich meine, ich weiß, wo der ist, aber ich hab nur hier die Sachen. Die Sachen hab ich. Moment mal. Und so wird eine Verkleidung draus. Ja, genau. Das hatten wir doch bei der Spur der Erwachten auch schon. Da mussten wir die Sachen, die wir als Verkleidung zusammenbasteln, nämlich erstmal alle zusammenpacken. Dann war es quasi ein Verkleidungsset und dann konnte uns das helfen. So. Vielleicht klappt's jetzt. Ich bin's. Ich hab Eddie gesehen. Ah. Du hast 5 Sekunden, das Ding hinzulegen. Wir können beide heil aus der Sache rauskommen, ohne dass Luigi etwas davon erfährt. 1, 2... Okay, erzähl schon. Gut. Schnapp dir eine Tasche und verschwinde so schnell du kannst. Ich behalte den Rest. Und nimm besser die Baker Street. Der Rest der Truppe wartet auf der anderen Seite. Okay, aber wir sehen uns wieder. Darauf kannst du Gift nehmen. In exakt 13 Sekunden macht er mit Sergeant Ruffles Bekanntschaft. So, was haben wir hier? Das ist gut, dass er das schon ausgerechnet hat. Warum zum Teufel hatte der so eine komische Maske auf, wie die Panzerknacker? Ich habe gedacht, das wäre nur irgendwie überspitzt und sowas hätte niemals jemand getragen oder zumindest nicht in seiner Freizeit. Ah, okay, so. Einmal hier ordentlich alles abgehen. Was haben wir denn hier so im Boden? Was ist das denn? Bestimmte Teile vom Holz scheinen mit Silberfarbe angemalt zu sein. Es ist starkes Holz, kein Staub darauf. Es ist starkes Holz und es ist kein Staub drauf. Das ist zweifellos die Beute von dem Einbruch bei Herman Grimble vor kurzem. Ich habe ihn seit dem Abenteuer des silbernen Ohrrings nicht gesehen. Er würde sich freuen, mich wiederzusehen, besonders wenn ich sein gestohlenes Eigentum zurückbringe. Oh, wie die Betten hier zusammenstehen, wie schön. Ein Stock, gut, den hatte Lupin auch schon in der Hand. Eine Melone. Die Betten sehen, naja, relativ ordentlich aus. Ein bisschen Wein, wahrscheinlich französischer. Haben wir hier noch irgendwas? Ist erstaunlich. Oh, was haben wir denn da? X215. Mayet oder Mayet. X215 Mayet. Okay. Rumpkin muss dieses Papier verloren haben, als er ging. Gehen wir zurück zur Baker Street. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade nämlich mal ganz kurz Telefon, deswegen habt ihr jetzt hier irgendwie sowas wie so einen Schnitt. Okay, wir haben jetzt diese Information hier, X215 Mayet. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so recht, was ich damit anfangen sollen. Mayet, was ist denn Mayet? Und ansonsten die Zahl. Sieht auch jetzt nicht aus wie eine Straßenbezeichnung oder so. Ich meine, hätte jetzt Mayet, hätte ein Eigenbegriff hier irgendwie in London sein können. Aber das X markiert, okay, das X kann natürlich auch das Ziel markieren. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Ansonsten hatten wir im Zimmer auch, glaube ich, alles gefunden.
Fensterläden sind zu. Ich gehe mal einfach zurück in die Baker Street. Oh, Karte von London. Können wir uns jetzt wieder angucken? Aha, okay. Ja, gut. Nein, die Karte der Baker Street. Erstmal gehen wir zurück zu Watson, um ihn von unseren neuen Ergebnissen und Informationen zu berichten. Der Arme schläft bestimmt immer noch so schlecht, weil er ja immer noch unsere Medaille beschaffen muss. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Alles in Ordnung, Watson. Mir ist zwar kein großer Fisch ins Netz gegangen, aber ein paar kleinere zappeln durchaus in meiner Tasche. Ich habe die Briefe verschickt, um die Sie gebeten hatten. Ich kann es gar nicht fassen. Glauben Sie wirklich, dieser Gauner wagt es? Ja, das glaube ich, Watson. Aber darüber sprechen wir später. Vor mir liegt eine kleine Aufgabe, die meine ganze Konzentration erfordert. Ich möchte Sie bitten, Scotland Yard aufzusuchen. Informieren Sie die Behörden, dass sich die Beute aus Sir Grimbles Wohnsitz in einem von Mrs. Flemings Zimmern befindet. Hinter der zweiten Tür zur Linken, um präzise zu sein. Den Täter haben Sie bereits dingfest gemacht, aber wenn sich die Beamten bis Mitternacht gedulden, werden Sie dort die meistgesuchten Hehler Londons finden. Mit der Hand in der Keksdose. In den Keksdosen, besser gesagt. Wie Sie wünschen, Holmes. Danke, Watson. Ich werde mich derweil neuen Hinweisen widmen. Mhm. Tschüssi. Welche Geheimnisse stecken hinter diesen Stücken silbernen Holzes? Okay, Holmes hat sich einfach direkt schon mal zum Labortisch begeben. Na, dann gucken wir doch mal. Ich brauche etwas. Ach so, okay, dann eben die. Welche Geheimnisse stecken hinter diesen Stücken silbernen Holzes? Ah, ein Puzzle! Mal wieder. Naja, okay. Jetzt haben wir hier unten haben wir so ein Stück Holz mit so einem Winkel und dann hier noch mit so einer Dreiersteckverbindung. Gucken wir mal, haben wir sowas nochmal? Also hier haben wir noch so Dreiersteckverbindungen. Und wow. Wow, das sind wirklich alles die kleinen Einzelteile hier. Wow. Da habe ich aber lange dran zu stecken, ha? Okay, dann würde ich sagen, brauchen wir erstmal irgendetwas. Ich würde ja jetzt eigentlich hier unten weitermachen. Also hier so. Oh. 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 Welche Geheimnisse? So, kann man die eigentlich noch drehen? Nee, anscheinend nicht. Dann stecke ich das mal hier rein. Die konnte ich jetzt diesmal nicht drehen. Wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts. Okay. Dann brauchen wir für hier auch noch eins. Ach so, die liegen jetzt quasi also schon richtig, ja? Das heißt, dann muss der ja irgendwie hier drauf. Ja. Ein liegender für hier unten. Können wir mal hier den hier nehmen. So. Haben wir noch einen liegenden für unten? Ja, nehmen wir den auch noch für unten. So. Und dann noch, dann haben wir hier noch so ein Stück. Das ist noch ein für unten. So. Das ist das Endstück. Und da brauchen wir aber, wenn wir jetzt keinen mehr für unten haben, brauchen wir einfach nur einen langen, den wir hier unten reinstecken. Welche Länge wäre denn da wohl passend? Der hier? Ist das hier die richtige Größe? Ja, wird schon passen. Na komm schon, dich will ich. Dich will ich. Okay, dann stecken wir sie mal so hier oben alle rein. Dich hier nehmen wir und stecken wir hier rein. Noch so einen hohen, so von oben. Hier müssten eigentlich noch zwei hin. Zwei Stück noch. Ah, hier haben wir noch einen langen. Und hier haben wir noch einen langen. So. Und die anderen müssen jetzt hier irgendwie drauf verteilen. Das sind irgendwelche das wollte ich nicht. So, dieser hier, den stecken wir dazwischen. Und dann machen wir mal mit dem weiter. Den packen wir dahin. Und das hier wird das Endstück sein. So. Den packen wir hier hin. Und, jetzt passt hier was nicht. Was ist mit dem hier? Haben wir irgendwo, nee, das ging aber nicht. Haben wir noch so ein Teil gehabt, wo, nee. Nö. Das,
wäre schon... Na, komm schon, ich will dich da drüber. Ich will den da. Den. Komm schon. So, also den packen wir mal hier hin. Und jetzt können wir noch weiter nach oben gehen. Also mit dem hier. Ah. Vielleicht nehmen wir einen davon mal wieder weg, nämlich diesen. Genauso wie diesen auch. Und setzen den dahin. So. Genau. Weil hier scheint das ja jetzt irgendwie ein kürzerer Abstand zu sein. Okay, das gleiche noch einmal hier. So. Dann kommt das nämlich hier auch mit denen hier besser aus. Mhm. Gut, und hier oben haben wir wohl wieder solche. Na, den können wir hier nicht anstecken. Wir brauchen einen kurzen. Den stecken wir da dran. Dann nehmen wir den, stecken den hier dran. Hier geht's weiter und hier geht's weiter und hier geht's weiter. Die können wir in die Lücken stecken. Dann haben wir es doch gleich schon geschafft. Okay, aber was soll's sein? Was zum Henker soll denn das bitte sein? So, ja, und die können wir jetzt hier oben alle noch rein verteilen. Na. Und die beiden letzten noch. Ein Käfig. Oh! Mit dieser Lackierung sieht das Holz fast wie Stahl aus. Er sagt mir nicht viel. Ich habe den Auftrag, dessen wegen sie mich zur Polizeiwache geschickt hatten, ausgeführt. Bei meiner Rückkehr gab mir ein Bote diesen Brief, in dem wir um ein Treffen mit dem Premierminister morgen früh im Buckingham-Palast gebeten werden. Morgen früh? Das ist spät, doch nicht zu spät. Jedenfalls gibt uns das etwas Zeit. Mir zum Nachdenken und Ihnen zum Ausruhen. Sie wirken betrübt, Watson, und wir müssen morgen Zuversicht ausstrahlen. Unser Publikum ist äußerst kritisch. Ach, der Watson, ja, der macht sich Gedanken, weil er fürchtet jetzt natürlich zu Recht, dass die Medaille bei Lupin ist. Und vermutlich wird die ganze Sache dann eben doch ans Licht kommen. Mr. Holmes, der Premierminister ist im weißen Salon am Ende des Flurs rechts. Er hat angeordnet, Sie sofort zu ihm zu bringen. Das ist ja schön, am Ende des Flurs rechts. Die Beefeater hier. Du kannst ja gar nichts sehen, Kumpel. Und du auch nicht. Na, so fällt wenigstens nicht auf, dass der eine von euch der Klon des anderen... Mein Gott. Oh, Schreckmomente, ich spiele doch gar kein Horrorspiel. Ah, rechts am Ende des Flures. Jetzt gucken wir mal, ob sich hier hinten nochmal eine Tür versteckt. Nö. So, dann gehen wir hier mal rein. Lassen Sie mich. Ich will niemanden sehen. Ups. Ich bin nicht salonfähig. Upi. hat er nicht gerade gesagt... Am Ende des Flures rechts? Sagen wir mal am Ende des Flures? Reinzugehen, ohne eingeladen worden zu sein, würde als Verrat angesehen werden. Ohne Zweifel Grund zur Verbannung in die australischen Kolonien. Oder schlimmer. Ach Mensch. Ach, da ist er ja, der Herr Premierminister. Ah, welch ein Glück. Mr. Holmes und Dr. Watson sind da. Treten Sie ein, Gentlemen. Verzeihung, Herr Premierminister. Frühstücken die Herren mit Ihnen? Danke, nein. Wir haben bereits gefrühstückt und die Zeit drängt. Nach dem Lesen Ihres Briefes, Gentlemen, wurde mir klar, dass das Ersuchen einer Audienz bei Ihrer Majestät etwas mit dem flüchtigen Einbrecher in London zu tun hat. Ich habe sofort reagiert, obgleich ich das Ziel des nächsten Raubs nicht kenne. Außerdem habe ich die Sicherheitsvorkehrungen bezüglich Ihrer Majestät verstärkt, soweit es mir möglich war. Also gar nicht. Wie bitte? Es ist so, dass ich in diesen Mauern absolut keine Macht besitze. Und so hat sich mir in Bezug auf die Organisation der Sicherheitsvorkehrungen um Ihre Majestät ein unüberwindliches Hindernis in den Weg gestellt. Ihre Majestät höchst selbst. Haben Sie ihr wenigstens erklärt? Sie hat mich nicht einmal empfangen. Ihre Majestät ist aus irgendeinem Grund schlecht gelaunt und empfängt niemanden.
Ich bleibe hier für den Fall, dass sie ihre Meinung ändert und regle währenddessen die Angelegenheiten des Landes von diesem Zimmer aus. All meine Berater sind in meinem Namen an den wichtigsten Orten Londons unterwegs. Einer sogar im Oberhaus, damit das Parlament Ihre Majestät vielleicht dazu bewegt, mich zu empfangen. Das könnte Tage dauern und die haben wir nicht. Mehr kann ich nicht tun. Also, Holmes, hinter was könnte dieser Franzose her sein? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es hat mit Ihrer Majestät zu tun. Es ist zu erwarten, dass er sich ihr nähern, sie vielleicht sogar ansprechen wird. Völlig ausgeschlossen. Dieses Risiko dürfen wir nicht eingehen. Natürlich müssen wir ihn davon abhalten. Sagen Sie bitte, was ist das für ein Geruch, der von dem Fleck an Ihrer Hose ausgeht? Das war Robila, der Hund der Gefährtin Ihrer Majestät. Leomunda ist nett, doch ihr Hund ist ein Teufel. Ich kam heute Morgen sehr früh an und bin auf dem Divan eingenickt. Und so hat mich dieses Mistvieh geweckt. Hüten Sie sich vor diesem Köter. Er hat Zugang zum gesamten Palast und hasst jedermann. Ich habe nach frischen Hosen geschickt, doch ich glaube, da kann ich lange warten. Wenn es etwas gibt, das wir tun können, Herr Premierminister? Das können Sie in der Tat. Besorgen Sie mir unverzüglich eine neue Hose und überbringen Sie die Briefe. Die Adressen, wo sie abgegeben werden sollen, stehen auf den Umschlägen. Vor dem Palast steht eine Kutsche zu Ihrer freien Verfügung. Sehr wohl. Mein lieber Watson, Sie sind zum Diener der Nation geworden. Ansehnlich. Doch ich schließe mich Ihnen nicht an, denn vielleicht kann man Ihre Majestät doch noch aufheitern und so wertvolle Zeit gewinnen. Viel Glück, Holmes. Meine Arbeit ruft, doch ein Erfolg Ihrerseits käme uns allen zugute. Sagen Sie, Watson, worauf warten Sie? Königliches Geleit? Der arme Watson. Aber geschieht ihm ganz recht, der hat ja meine Medaille verlegt und außerdem so mache ich sonst immer diese Jobs hier. Ja, was haben wir denn hier? Ein schönes, großes, weißes Zimmer. Und er ist einem Nervenzusammenbruch nahe wahrscheinlich, weil Ihre Majestät heute schlecht gelaunt ist. Okay, ich schaue mich erstmal hier so ein bisschen um. Aha, dann mal hier so. Habt ihr das vorhin in den Videosequenzen gesehen, was hier für ein Dreck unter den Sofas ist? Da unten sieht man, ne? Bäh! Was zum Teufel ist da passiert? War das auch etwa der Hund? Ekelig. So. Wollen wir nochmal mit ihm sprechen sollen? Was mit der Brille? Verzeihung, Herr Premierminister. Dürfte ich mir kurz Ihre Brille bauen? Wie bitte? Meine Brille? Sind Sie auch kurzsichtig? Aha, deswegen die Lupe. Hier, ich mache ein kurzes Nickerchen. Aber nicht kaputt machen, verstanden? Ei, ei, Sir. Okay. Wow, die Musik im Hintergrund ist momentan aber echt ein bisschen sehr extrem laut, oder? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Was haben wir hier so? Was haben wir denn hier so? Ah, jetzt fängt sie gerade wieder so ein bisschen leise an, aber ich glaube mal, ich mache sie vielleicht für spätere Dialoge ein bisschen leiser. Gut, das ist die Gesamtlautstärke. Eigentlich habe ich ja die Sprachlautstärke schon ein bisschen hervorgehoben, aber wie gesagt, die Musiklautstärke ist mir gerade ein bisschen zu laut. Ich stelle es jetzt mal so und das akzeptieren wir. Jo, und dann wollen wir mal fortsetzen. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier nicht mehr viel im Zimmer, ne? Also, Kaffeeservi, diese Sachen. Dann verlassen wir das Zimmer auch mal. Okay, wer ist denn hier drin? Erzählt doch mal. Wir sind im Dienst, Sir. Wir dürfen nicht reden. Hahaha, du hast gerade getan. Wir sind im Dienst, Sir. Wir dürfen nicht reden. Du hast es schon wieder getan. Und du? Wir sind im Dienst, Sir. Wir dürfen nicht reden. Ach, die sind ja toll, die beiden da. Vorhin standen die woanders, ne? Okay. Wir sollen uns vor dem Hund in Acht nehmen.
Und Dialoge. So. Und, ja, schauen wir uns doch mal hier um und gucken, ob wir irgendwie was hinbekommen oder zustande bekommen, gebastelt kriegen oder herausfinden können, was Ihrer Majestät gefällt. Verzeihung. Chauncey, Sir, zu Ihren Dienst. Soweit ich weiß, ist Ihre Majestät heute etwas gereizt. Kennen Sie möglicherweise den Grund dafür? Bedauere, doch die Gemütszustände Ihrer Majestät sind vertraulich. Die Gemütszustände sind vertraulich. Hören Sie, ich frage nicht bloß aus Neugier. Der Grund, weshalb nicht nur der Premierminister, sondern auch ich, Sherlock Holmes, der große Meisterdetektiv, hier bin, ist, dass Ihre Majestät in großer Gefahr schwebt. Die Gefahr ist akut und geht von einem völlig skrupellosen Mann mit machiavellistischen, absurden Vorstellungen aus. Und obendrein ist er Franzose. Franzose? In der Tat. Und alle, die sich angesichts dieser Gefahr von jenseits des Kanals um den Schutz ihrer Majestät bemühen, sind wahre Patrioten. Ein Soldat, ganz wie die tapferen englischen Krieger, die mit erhobener Waffe Napoleon niederstreckten. Tun Sie es Ihnen gleich, mein Freund. Reden Sie. Also gut, Ihre Majestät hatte einen Streit mit Ihrer Gefährtin und Vertrauten Lady Leomunda. Es ging um ein Geschenk, das Ihre Majestät Leomunda gegeben hatte. Was denn? Was für ein Geschenk hat Ihre Majestät Ihrer Freundin gegeben? Ein Puppenhaus. Lady Leomundas Leibkoch und Dienstmädchen wurden sofort entlassen, doch das genügte Ihrer Majestät nicht. Und so sind die beiden noch immer zerstritten. Mehr weiß ich nicht. Na toll. Könnte ich mit Lady Leomunda sprechen? Auch sie empfängt keinen Besuch. Tja, dann danke ich dir. Haben Sie Dank, mein Freund. Das hat er ja wieder gut gemacht, der Sherlock hier. Lord Robila hat heute Morgen sein Frühstück verweigert. Jetzt hat auch er schlechte Laune. Und Lady Leomunda ist verärgert. Schlimmer konnte es nicht kommen. Ich habe sein Mahl weggeworfen. Es ist nicht mehr zu retten. Deirdre, holen Sie beim Metzger ein Stück rohes Fleisch. Dämonen lieben Blut. Wer ist denn Lord Robila? Was ist denn so besonders an Lord Robilas Mahl? Ich weiß es nicht. Aber er frisst nichts anderes. Ich wünschte, ich wüsste das Rezept. Ich glaube, es enthält Schokolade. Oh, okay. Danke, mein Freund. Sie gestatten, dass ich mich zurückziehe, Sir? Ich muss Lord Robilas Essen, sprich das Futter für Lady Leomundas Hund, zubereiten. Genau, weil wenn wir Lady Leomunda, also wenn wir Lord Robila wieder freundlich stimmen, dann ist vielleicht auch Lady Leomunda wieder freundlich. Und oh mein Gott, sie machen sogar Schleifchen an seine Knochen. Ach du Schande. Jamaikanische Bananen. Natürlich. Ich muss wissen, welche Zutaten ich verwenden muss. Was hat er denn gemacht damit? Also Schokolade soll es enthalten. Und was hat er gemacht? Was ist das? Leer. Leer, ja. Warum... Da sind Würstchen. Eigentlich essen Hunde auch gerne Würstchen, würde ich wetten. Was haben wir hier? Den Mülleimer. Oh, den können wir uns angucken. Möglicherweise ist es kein so hochauflösendes Foto. Na toll, was haben wir denn hier so? Daneben befindet sich eine seltsame Mischung, die vor kurzem dorthin gestellt wurde. Ich erkenne die Farbe einiger Nahrungsmittel. Um die Zusammensetzung dieser Mixtur herauszufinden, brauche ich eine starke Vergrößerung. Ah, okay. Vielleicht... Ah, damit. Ach, Holmes. Mal gucken, ob du da irgendwas erkennen kannst. Irgendwelche Blätter, irgendwelche Samen. Ih, das ist echt der Hund? Dieses etwas hier? Aha. Na, okay. Naja, ich kann jetzt hier aber noch so... Boah, was für ein fauler Gestank. Ja, und jetzt? Und jetzt, Holmes? Hast du irgendwas erkannt? Ich erkenne nichts hier. Irgendwie sind hier Salatblätter. Und da wundert es mich ein bisschen, dass der Hund die frisst. Vielleicht Linsen oder sowas. Und, Da ist etwas drin. Boah, was für ein fauler Gestank. Das ist schön. Boah,
was für ein fauler Gestand. Oh, was für ein fauler Gestand, genau. Ja, okay, aber was denn? Was soll ich denn jetzt hier bitte herausfinden, hm? Da haben wir irgendwas Faules gerochen und gesehen. Das sieht noch gut aus. Und, ja, was soll denn das hier sein? Was sind das hier? Vielleicht Nüsse? Irgendwelche Nüsse? Schokolade habe ich aber übrigens noch nicht gefunden. Was ist das hier? Ein zermanschter Kürbis? Brr. Okay, können wir das auch wieder auseinandernehmen? Nö. So kann ich dem Premierminister seine Brille aber nicht zurückgeben. Naja, was zermanscht ist. Okay, was haben wir hier? Das könnte noch nützlich sein. Oh, eine Pinzette. Eieiei, vielleicht können wir jetzt damit rumstochern. Nö. Da ist was drin, genau. Ja, aber Holmes hantiert jetzt auch nicht mit der Pinzette herum. Na, dann lassen wir das jetzt erstmal. Marinierte Anchovies. Ich muss wissen, welche Zutaten ich verwenden muss. Ja, das wäre schön, ne? Senf mit Essig. Ich muss wissen. Na, wenigstens wissen wir dann schon mal, was hier so rumsteht, ne? Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf das Rezept. Ganz schön rumgesaut hier. So, die Bananen. Was haben wir hier? Hier können wir wahrscheinlich das Ganze hinterher zusammenbasteln. Und Tücher. Ah, das ist sicher das Rezept für das Hundefutter. In einem erbärmlichen Zustand. Der Koch muss es scheinbar oft zu Rate ziehen. Dann weiß er ja doch, wie man es macht. Mylords Mahlzeit. Für Portionen zu je 100 Gramm stelle man eine dünne Soße her. Dazu mische man mit Hilfe einer Spezialwaage ein Zehntel japanische Walderdbeerenmarmelade, 10% Anchovies-Extrakt in Honig mariniert, eine Hälfte milder Senf, verdünnt mit erhitztem Weinessig. Je nach Geschmack füge man die üblichen Zutaten hinzu. Ach so, die üblichen, ja? Zum Beispiel Schokolade. Schwarzer Schokolade aus der Romandie. Da, die nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Okay, gut. Wir haben einen kleinen Hinweis aufs Rezept und wir haben schon mal eine Zutat, nämlich die Schokolade. Und ansonsten werden wir uns hier sicherlich in der nächsten... Aha, ein Kittel. In der nächsten Folge beim Hundefutterkochen wiederfinden. Okay, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Macht's gut, Leute. Tschüss.